Vor ein paar Jahren ist diese Bahnstrecke Solothurn-Moutier noch stark in Frage gestellt worden. Jetzt ist sie um eine Attraktion reicher. Während der Fahrt durch den Weissensteintunnel kann Kino in vollen Zügen genossen werden. Jacqueline Graber hat sich diesen Spass nicht entgehen lassen. Willkommen im Weissensteintunnel. Bienvenue dans le Tunnel du Weissenstein. Halten Sie keine Körperteile oder Gegenstände über den Wagenrand. Unvorstellbares Kino im Weissensteintunnel. Der Regionalverkehr Mittelland und seine Mitarbeiter haben es möglich gemacht. Am Freitagabend ist der offizielle Startschuss für das Projekt gefallen. Am Abend, 4:15 Uhr, ist der Zug mit zwei offenen Kinowagen, wo der eine davon eine grosse Leinwand hat, und einem historischen Triebwagen von 1932 durch den Weissensteintunnel gefahren. Und hat unterwegs die Leute in ein paar Geheimnisse vom Berg eingeweiht. Die ältesten Gesteine im Tunnel nennt man Käuper und stammen aus Ablagerungen aus der Zeit der Dinosaurier, also vor über 100 Millionen Jahren. Die Vorbereitungszeit hat sich jetzt über ein knappes 3/4 Jahr erstreckt. Wir haben letzten August ein Grobkonzept eingereicht. Wir haben die Betriebsbewilligung jetzt gerade bekommen, also sind ein paar Monate vorbeigegangen. Noch ein paar letzte Handgriffe und dann ist losgegangen. Der Zug ist von Gänzbrunnen nach Oberdorf und wieder zurückgefahren und hat ungefähr 1/4 Stunde gehabt. Das grösste Problem ist, den Sicherheitsvorschriften zu genügen. Und das ist ein Problem, das man zwingend lösen muss. Wie bei einem Auto macht man ja die MFK. Bei den Bahnfahrzeugen gibt es das natürlich auch. Und dort ist das Bundesamt für Verkehr, die Aufsichtsbehörde, die sagt, wenn die Sicherheitsmassnahmen den Vorschriften entsprechen. Wir haben eine Abnahmefahrt gehabt und haben jetzt die nötigen Voraussetzungen und Anpassungen gemacht. Wir haben die Betriebsbewilligung bekommen. Zurück von Oberdorf ist es in einem Personenzug gegangen. Und wir kennen wohl Technik gegen Kälte mehr gebraucht. Wir haben grundsätzlich drei Ziele. Als erstes mal einen Probebetrieb so durchzubringen, dass wir nachher einen Verein gründen können, dass wir genügend Nachfrage haben, dass wir das Projekt so umsetzen können, dass wir es nachher definitiv machen können. Und ein zweites Ziel ist natürlich in diesem Zusammenhang die Förderung des Kleintourismus auf der Linie Solothurn-Moutier. Wir wollen ja die verschiedenen Touristik- und Ausflugsziele, die es da hat, in der Region mit diesem Zug verbinden. Und das dritte Ziel ist, eine gewisse Selbstständigkeit von uns draussen, der Front der Eisenbahner, auf der Linie zu fördern. Und es geht hier um ein neues Linienkonzept mit einer anderen Regelung von der Verantwortung zwischen Direktion und Aussenpersonal an der Front. Das Gänzbrunnen war eine richtige Kielbestimmung. Es hat nach Bratwurst geschmeckt und Musik gespielt. Und die Musik war es auch, die letzte Fahrt von diesem Abend mit dem Zug machen durfte.